Wenn man mich in Geduld ist, bin ich bald da. Jetzt noch schnell mal eine Truhe bauen. Arkane Tür von Taubenkraft. Was will man das jetzt sagen? Das ist eine arkane Tür von Taubenkraft, ich weiß. Ich weiß nicht, ob dieses Haus die Jungs gebaut haben, keine Ahnung. Hört sich ganz drauf an, als wenn da irgendwo noch ein Netherportal wäre. Geil. Also ich gehe da nicht rein, kannst du knicken. Mal wieder Schiss. Boah, ich bin so viel Zeug gerade dabei. Ich muss kurz hier umpacken. Baum setzt in Wir sowas. können uns erstmal gleich wieder schlafen legen. Bin ja gerade am Umsortieren meiner ganzen Steine hier. Ein bisschen Geduld ist. Die Steine hier rein. Hier, Turmbaustelle schreibe ich immer drauf. Turmbaustelle. Demo 67. Ne? Ja. Ich gebe mich meine Reissuche gleich auf. So, Ich komme dann erstmal zu dir mal hin. wir legen uns erstmal schlafen. In dem Bett. Kann ich schlafen, du Monster? Monster. So, jetzt liege ich noch im Bett. Ich habe genug zu Futter mit, den Weg habe ich gebaut. Eigentlich wollte ich den Hühnerstall bauen. Ich packe jetzt schnell ein paar Sachen zusammen. Machen wir gleich auf den Weg. Werkzeug einpacken. Hallo Fuchs. So, ich komme jetzt mal zu dir. Mach mal. Kann es nur irgendwo im Süden sein. Irina. Ich guck mal kurz auf dem Atlas, warte mal. Wo es sein könnte. Da ist eine Brücke, eine kleine. Ultra Drache. Richtung Süden gegangen, weißt du das noch? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oh. Man weiß auch nicht, wo du bist. Das sieht so selbstgebaut aus. Da ist ein ganz hohe Antenne draußen, so leuchtende wie Sonne. Ist da ein Fluss in der Nähe? Ja. Dann könnte es aber. Dungeon ist auch in der Nähe. Könnte es ganz weit im Süden sein. Ah, ich mache mir auf den Weg mal nach Süden. Kann ein bisschen dauern. Kreuz mit Schoki, ne? Sag mal deine X-Position. X minus 766 Z 4109 Y 65. Okay, bis die ganze Ecke Richtung Süden müsste es ja dann sein. Mit 4000 bis zu Y, ja? Ne, mit Z 4000, ne? Ja, du bist so weit im Süden. Da in der Nähe ist auch dieses Blumenland, diese Riesenblumen. Okay, dann bist du im Süden. Ja, warte, ich komme. Kann vielleicht ein bisschen dauern. Sehe ich ja dann auf der Karte. Ja, ich dich auch. Da muss ich aber ganz viele Landschaften durchqueren. Wenn ich jetzt ein Pferd mitnehme, bleibt das Pferd da, ist auch doof. Kriegen wir hin. Hab 21 Fleisch, das sollte eigentlich reichen.
Und daraus kann man sich ja als Yehuda portieren, hast du gesagt. Ja, kann man. Was würdest du eigentlich machen, wenn ich dir deine Wegpunkte lösche? Das wär gemein. Warum? Nicht löschen. Dann wirst du noch umherirren, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht. Muss aber wissen. Loki ist doch die beste von allen hier, oder? Ja, muss mal kurz was essen. Und wieder sprinten. Wenn sie nicht querfeld einlaufen. Ich bin gleich auf der Südstraße. Gott, wo bist du denn da lang gelaufen? Meine Güte. Ich bin jetzt schon mal in Seestadt. Richtig aufregend mit Schoki, ne? Ja, auch gucken, was du da hast. Ja, dann guck doch. Ich will schlafen, aber auch. So, jetzt maut mir die Katze ins Ohr. Jetzt müssen wir die 7 Meilenstiefel haben oder so von Towncraft. Ja. Leute, oder von, sind die von Tinkers? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, das weiß ich nicht. Also Blumenland, das ist weit im Süden. Oh. Mich hier irgendwo abgestürzt. Kurve nicht gekriegt. Haufen Katzen haben wir hier auf einmal in der Nähe. Da haben bestimmt die Vögel gefressen. Wirklich. Drei Steine breit bedeutet immer eine Hauptstraße. Ja. Da lang. So, querfeld eingelaufen oder auf dem Weg? Querfeld ein immer. Mhm. Aber jetzt ist ja ein kleiner Weg. Dann ist ja auch noch so ein Weg, zwei Steine breit. Ach, Schoki. Jetzt ein Lava-Wasserfall. Das war links liegen. Jetzt geht es gleich hoch. Links-Rechts-Kombination. Ich sehe dich doch nicht. Hier sind aber ganz viele Hühner hier in der Nähe. Was ist das hier? Pia. Pfirsich haben wir schon. Bienenkorb. Ach, hier hinten wollten wir. Guck mal, auch schon geguckt, ob wir hier hinten vielleicht bauen wollten. Siehst du? Ja, kann sein, aber. Das ist ein weiter Weg. Hätte ich doch ein Pferdchen vielleicht nehmen sollen. Geht über eine Brücke. In Blumenland, sagst du, Liste. Gleich wieder unter einer Schleiminsel. Meine Güte, ist das weit. Hier rauf. Und gleich im Osten. Ah, hier kommen wir hier.
Nicht über Mammutwald, glaube ich. Hier sind Waschbären. Ja, bin hier im Mammutwald. Bei den Elben. Ich kann mir eine Elbin gerade schon entgegen. Hätte ich, glaube ich, umgerannt. Aha. Gäste haben sie auch. Die gleichen, die wir bei uns auch haben. Ja, die Riesenbogen, weißt du, was ich meine? Da ist auch ganz in der Nähe der Abgang. Wo das Server so gehackt hat, wo wir wieder rausgeflogen sind, ne? Ja. Ich muss kurz was essen. Und hier ist der Turm. Wie bin ich denn da eigentlich gerade? Da bin ich. Hab vielleicht die Hälfte der Strecke. Und weiter geht's. Gegessen, gesprintet. Flup. Kann man Mana-Bohnen scannen? Schon mal eine Mana-Bohne gescannt, weißt du das? Nein, geht nicht. Okay, gut, danke. Geht weiter. Weiter Richtung Süden. Wie aufregend. Wir laufen jetzt in die Gegend hier. Wir zeigen Ihnen, unseren Zuschauern gerade den Weg nach Süden und was es hier alles so zu entdecken gibt. Oder was von Towncraft. Die Ritter sind geradeaus. Sind nicht da. Pilze. Drei Steine breit. Immer noch aufpassen. Drei Steine breit. Das ist der Hauptweg. So, jetzt kommen wir hinten über eine Brücke. Legen wir uns erstmal schlafen, es wird schon wieder dunkel. Bitte schlafen legen? Okay. Ja. Oh, ich glaube, das hat sich. Ich habe hier. Ach, ich liege im Bett. Wie aufregend. Los, weiter geht's. Wie aufregend, dass man mit Schoki ist, ne? Mhm. Ich bin auch Richtung Süden unterwegs, das sieht ganz gut aus. Rot, das sind, glaube ich, böse Buben, ne? Rot sind böse Buben. Hier gibt es schöne Pflanzen, haben wir die schon? Stimmt, ich habe auch diese bunten Ranken auch mal hergeholt. Oh Gott, ey, wie weit bist du denn da weg, ey? Schoki nach Hause bringen, weißt du noch? Hm? Das war die beste Folge von allen, ne? Folge 44 in der Welt davor, die wir gespielt haben. Die wir dann aufgegeben haben, weil Towncraft nicht richtig funktionierte. Ja, das kann sein, da machen wir was. Es dann Komplikationen gab. Boy. Oh, hier ist ein Baumbad. Erwähnt nirgendwo. Okay. Wege, die irgendwo enden. Im dunklen Wald sollte man nicht weitergehen alleine. Das könnte böse enden. Da lang.
hat denn hier was mit blauen Netherziehen mit Lava, so einen Wegweiser gebaut? Da ist auch eine ganz dicke Schlucht. Hier ist was von Taumkraft. Ach nee, das sind dunkle, das sind gute hier. Wo bist du denn hier? Wo bist du denn? Also ich sehe jetzt hier diesen Blumenwald. Bist du nördlich davon oder südlich? Warte, ich komme mal zu dem Blumenwald mal hin. Ich sehe jetzt den Dungeon. Ja, so voll als Dungeon, ne? Nee, ich habe einen Stein-Dungeon hier. Stein-Dungeon ist ja auch in der Nähe, genau. Ich habe nochmal von Daumenkraft ein einzelnes Ding, okay. Eine einzelne Säule ist hier vorne mit Daumenkraft, ja. Stein-Dungeon, ich sehe dich, komm, ich bring dich mal hin. Vertrau auf Spooky. Spooky ist die beste von allen, komm. Kommt irgendwo von da vorne, kommst du. Ja, komm, dann geh mit. Ich komme. Kommst jetzt mal hinter mir her. Das sehe ich schon. Oh, cool. Das sieht das wohl selber gebaut aus, oder? Ich glaube ja. Oh, schöne Ziegel. Gefällt mir. Was ist denn das? Netherziegel, blaue mit Lava. Geschisselte Netherziegel, geil. Hi, und du hier? Hat bestimmt der Pixelpanther HD gemacht. Glaube ich nicht, die sind im Norden. Weil das ja sonst gebaut haben. Wenn die im Norden sind, dann können die das ja nicht gebaut haben. Okay. Was ist das für eine Tür? Cool. Eine arkane Tür ist das. Das ist ein Netherportal ist das. Ein Netherportal ist das. Schon mal reingeguckt, was oben ist? Netherportal ist da unten. Wollte ich mal da rein. Eine Werkbank. Hier ist aber keiner, der was verkauft. Bin ich hier oben. Okay. Kann ich hier runtergehen. Das ist ein bisschen gut. Das ist ein Bücherregal. Da gibt es Bücher. Tominomicon. Reparieren 2. Das Buch nehme ich mit. Du weißt nicht, wem das gehört, ne? Oh. Das nehme ich mal mit. Wollen wir mal Nessa mal gucken? Nee, nicht so gerne. Ich will jetzt mal gucken, wo man hier rauskommt. Ob sich das lohnt. Da würde ich hier irgendwann runter nur herlaufen und einen Wegstein setzen, weißt du? Das muss irgendjemand hier gebaut haben. Geht hindurch, wenn der Mund war. Reich, Leng. Geh das mal durch. Ich nicht. Alles harmlos, hier ist nichts. Ich habe Kobalterz gefunden. Kobalterz. Ja, aber ganz schön gleich wieder hier raus. So, glaub das ist eine oh, guck mal, ein Netherquarz. Wir brauchen schon wieder die Feuerchen. Komm raus hier. Wie geht's? Wir müssen Netherquarz aber haben. Ja, hier müssen Netherquarz, wenn du diese Zusatzquarz gibst, wenn du rauskommst. Oh, hier sieht schon ganz gut aus. Er sieht geil aus, weißt du das? Wer das wohl gebaut hat? Keine Ahnung. Oder ich glaube, es hat keiner gebaut. Kann ja auch sein, ne? Auch sein, ja. Komm, hier raus. Hör mal, wie die Feuerchen hier brüllen. Ich will hier raus. Komm, auf jetzt. Nicht dein Hintern. Los jetzt. Da gehst du jetzt rein. Was gibt's hier?
Okay. Wir sind ziemlich tief unten, glaube ich, auf der Ebene. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Passt recht. Ja, wo kommen wir jetzt wieder hier hoch? Toll. Ja, die Treppe, wo wir gekommen sind. Ja, wo kommen wir denn? Sieh mal zu. Da. Ach, Schoki. Ich finde das geil. Hier müssen wir nochmal hingehen. Was war das denn mit der Tür? Geil, das hat was. Geht die Tür nicht zu? Geil. Ey, das hat's doch was, oder? Das ist ja geil. Boah. Kannst du mal einen Händler machen, der mal Reis verkauft? Brauchen wir geil. Haben wir noch die Truhe doch auf dem Markt. In Sigusa. Ach, stimmt, da müssen wir wirklich sein, weil ich auch eher drauf kommen können. Ich bin wie ein Wolf. Hat der Fall so was Tolles entdeckt? Wie merken wir uns das? Im Atlas. So, ich porte mich jetzt nach Sigusa. Ja, ich komme auch gleich. Wir müssen nur hier nur merken. Oder nee, das können wir uns, das merken wir uns auch so, dass es hinterm Blumenwald war das, ne? Mhm. Genau. Also auf nach Sigusa. Warum? Bin ja auch bekloppt, ey. Mal gucken, Reissamen. Das hat sich doch gelohnt. Geil. Finde ich gut. Habe ich Kobalterz gefunden. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, die Reise. Du hast wieder Schiss gehabt, ja. Kennen wir ja. So. Ich muss Geld holen. Ich habe kein Geld. Markte holen. Kannst du schon mal ein Reisfeld ansetzen? Ich muss jetzt mal Sachen entladen. Wenn ich das machen darf. Hier ist Joki. Oh toll. Hat Joki wieder Angst, ne? Ja, Joki, da brennt der Kittel schon wieder. Da brennt der Kittel schon wieder. Ach ja, unsere Schoki. So, dann können wir das Bett hier wieder zurückpacken, denke ich mal. Den Werkzeugrucksack kann ich. Die Bruchsteintreppe und die Schilder wieder reinpacken. Das kann ich löschen. Das Buch reparieren 2. Das wird keiner gebaut haben. Glaube ich nicht. Es wurde wahrscheinlich generiert. Das Buch reparieren 2 behalte ich erstmal. Das gefällt mir. Wenn ich auch mal eine richtig schöne Rüstung mache, packe ich das Ding mir da drauf. Dann reparieren 2 drauf, weißt du? So, jetzt gehe ich kurz rüber in die Küche. Ein Reisfeld soll ich da ausheben, ja? Soll ich die? Da brauchst du Wasser für. Ach nee. Soll ich dafür ein Beet mit kleinen Megablick-Pflanzen rausreißen? Oder hier denn? Nee, kannst du das auch drin lassen. Preiselbeeren. 2-mal Preiselbeeren. Lass das erstmal drin planen, Megapack, weil ich noch brauche. Okay. Preiselbeeren. Zack. Ich wollte nur mal fragen. Ich wollte einen Apfel reinpacken. Den Apfel. Das hat sich doch schon mal gelohnt und du wolltest ja nicht reingehen. Das sah klasse da aus. Ich glaube, ich baue mal einen Wegstein. Fisch. Gut, ich mache hier mal draußen ein Beet mit Wasser. Ein Reisfeld sozusagen. Und irgendwo noch ein Beet, was noch nicht im Besitz ist. Was Sachen haben, die wir nicht brauchen, dann reiße ich das nämlich ab. Weil so sind die Beete alle schon voll, weißt du? Sellerie, Plant Mega Pack. Brauchen wir das?
Tomate Plant Megapack. Brauchen wir Tomate? Nee, ne? Plant Megapack Tomate nicht. Ich habe nur Tomate beim Serverskraft. Ich reiß die jetzt ab. Kommt die kleine süße Katze hier gerade rein ins Zimmer. Ja, sie ist goldig, ne? So. Tomaten kann man nachher fressen vielleicht. Tomatensamen. Plant Megapack. So, hier ist jetzt ein Reisbeet. So, jetzt machen wir Geld aus dem Schrank holen. Erstmal 9 Euro mit. 9 Euro mit? Dann kann ich auf den Marktplatz gehen. Erstmal schnell das Yehusa zum Lagerhaus. Kann ich ein paar Sachen reinschmeißen. Lagerhaus ist ja dafür da, dass sich ein paar andere Spieler sich ein paar Sachen sich holen können. Ja, reinholen können. Ist ja so ein bisschen bunt gemischt, was alles hier so gibt. Ja. So, haben wir gemacht. So, dann teleportiere ich mich jetzt wieder zurück. So, oh, habe jetzt mein Geld ausgegeben. War wieder klar. Und du bist auf Versuche, klasse. Finde ich klasse. Hat ja, was. Auf, So, Cleaver. Ich baue mir jetzt einen Goldcleaver, ob der auch gut geht. Weißt du? Ja. Schmolzen ist Gold. Ich kann gar keine Goldklinge machen, das ist aber doof. Warum nicht? Ich kann mit Gold nichts machen, das ist ja doof. Oh, Geldstücke. Oh Schatz, du musst dich mal umdrehen, was beim Jesus ist. Hat sie Spielmaus wieder mitgebracht, die kleine Katze? Ich kann mit Gold nichts machen. Schade, wolltest du einen schönen Goldkleber bauen, weißt du, für... Schade, geht gar nicht. Ich kann damit nichts bauen, schade. Wollte mal so eine richtige... Super duper Klinge haben. Soll ich jetzt erstmal nach Hause und sehe endlich meinen Reis? Mann. Das. Das ist aufregend. Wie so eine Lego-Börse heute. Ich bin mal ganz aufgeregt, weißt du? Dann wäre ja mal mein Goldschwert reparieren, schade. So, wo kann ich mich denn hinplatzieren? Komm her, ich zeig's dir. Gärtchen. Ich komme auch. Konntest du schon den Mund nicht halten, dass ich hier am Kochen bin? Komm her. Guck mal, hast du ein schönes Reisbeet. Ja, aber geht gar nicht der Reissamen hier rein. Weil Stein ist? Warte. Aua. Au.
dahinter irgendwo. Ist da noch eins hier? Das geht nicht? Das ist ja für uns ein Reisbeet mal. Jetzt ein Reisbeet gemacht. Warte mal kurz. Jetzt sind da mal drauf. Warte mal, muss erstmal meine Hacke holen. Okay. Gartenhacke. Ah, jetzt geht's. Oh. Erde. Bitte. So, jetzt ist die Frage, wo bauen wir unsere Hühner hin? Wo sollen die Hühner hin? Ja, gute Frage. Wo möchtest du, dass ich die Hühner hinsetze? Oh, einen schönen Platz. Hier hinten mit bei den Kühen irgendwo? Ja, würde ich da. Muss ich irgendwas für einebnen. Oh, wie kriege ich das wieder hin? Mm-hmm.